Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brillibaut und ich muss gleich mal eine kleine Ankündigung tätigen für diejenigen, die Brillibaut hier verfolgen. Und zwar wird es ab nächster Woche, also quasi dann ab Montag, nur noch 4 Folgen die Woche geben statt 7. Ich schaffe das zeitlich einfach derzeit nicht mehr, 7 Folgen Brillibaut die Woche aufzunehmen. Aber das ist jetzt kein großer Einschnitt, also der Rest bleibt sowieso wie es ist, also insgesamt sind es dann nicht mehr 14 Videos pro Woche, sondern eben nur noch 11, aber ganz ehrlich, ich mache das hier alleine und das ist halt relativ zeitintensiv und ich habe derzeit einfach weniger Zeit zur Verfügung, deswegen muss ich ein paar Einschnitte machen und dachte mir, ja gut, die restlichen Projekte will ich eigentlich nicht gerne noch weniger aufnehmen, weil die einfach auch extrem viel Spaß machen und die ja sowieso sich quasi 7 Sendeplätze teilen müssen und dadurch 4 Projekte sowieso nicht so häufig erscheinen und deswegen blieb dann nur Brillibaut und das erscheint dann eben jetzt nur noch 4-mal die Woche, aber das ist ja nun auch jetzt nicht gerade wenig. Und das werden wir alle überleben, würde ich sagen. So, jetzt geht's aber hier erstmal weiter mit Sachen abliefern. Das kann weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich... Warte mal, da muss ich mal gucken. Haben wir die ganzen Nether-Ores, haben wir die konfiguriert? Ja, ein paar auf jeden Fall schon. Hier ist Gold. Gold ist drin. Was haben wir denn überhaupt noch hier? Ferrous Ore ist drin. Was haben wir? Coal Ore und Lapis. Coal und Lapis. Coal ist drin und Lapis scheint mir doch nicht drin zu sein. Machen wir das mal gerade rein. Ich weiß jetzt nur nicht, wo das hin muss. Ich glaube in den Messerader. Also nach oben durch. Das heißt, in die roten. Das heißt, hier sind ja nur die schwarzen konfiguriert. Das heißt, das müssen wir nicht konfigurieren. Okay, dann können wir das alles reinwerfen soweit. Schön. Okay. Duck, 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 duck. Das schauen wir uns gleich direkt einmal an, ob das auch funktioniert. Das kann alles erstmal weg. Die Rüstungen können weg. Wir haben ja momentan auch relativ viel Platz im Lager. Das heißt, das ist nicht so tragisch. So, warte mal. Die Pickaxe behalte ich. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das behalten wir alles. Das kann auch noch weg. Okay. Gut. Jetzt habe ich das Quarzgedöns schon weggetan. Ja, hier laufen sie. Da kommt jetzt wahrscheinlich einiges dabei rum. Wir haben aber bis jetzt nur den Messerader ein Upgrade insgesamt drin. Aber gut. Nicht so tragisch. Ah ja, da kommt was, da kommt was. Okay, sehr schön, sehr schön. Das läuft. Grafikbugs hier oder was? Aber egal. Gut, gut, gut. Das ist alles in Ordnung. So, dann würde ich sagen, ja, wir müssen ja immer noch in den Nether. Und ich habe noch eine Buchse hier. Ja. Da wir das immer noch machen müssen, würde ich sagen, machen wir das jetzt auch einfach. Ich leg mal hier... lege ich das jetzt mal rein. Dann haben wir das nämlich immer zur Verfügung. Das ist doch clever, ne? Hat mir auch noch keiner von euch gesagt. Hammern lassen wir hier. Wir jetzt wirklich mal nur das Allerwichtigste mit. Ich glaube, das sollte es schon gewesen sein. Aber ich mache vorher noch, genau. Das machen wir noch gerade. Unser Schwert machen wir ein wenig besser. Denn wir haben ja jetzt ein bisschen Quartz. Hallo. Quartz, 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 Quartz. Da ist er. Ich nehme einfach mal gerade 64 mit. Weil, wie gesagt, mal das Schwert verbessern ist vielleicht nicht so schlecht. Denn, gerade wenn wir da im Nether zugange sind, hey, ist das wahrscheinlich... Warte mal, wir können auch mal gucken, haben wir noch... Habe ich noch Stahl oben? Weil der Pickaxe, der muss auch nochmal repariert werden. Jawohl, da ist noch was. So, warte mal, jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Das... Genau, jetzt hat das Quartz einen von 72 und dann noch einen Modifier, okay. Warte mal, so hat es 3 Modifier. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, kann ich Quarzblöcke machen, damit das schneller geht? Nein, geben 4er. Ja, okay, dann machen wir gerade mal hier ein paar 4er-Blöcke. Na?
So, 16 Stück. So, geht das auch? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Über uns ist das muss ich genau gucken hier. Unser Feld am Arbeiten. Hey. So, 40. Da sollte er sowieso hinhauen. So, okay. Jetzt haben wir ein etwas besseres Schwert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage es macht. Steht das da? Nee. Steht da nicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt was schärfer. Wir haben es quasi geschliffen. Nur ich sage, wir gehen jetzt mal wieder in den Nether. Und schauen uns mal um, ob wir vielleicht doch mal irgendwann was finden. Vielleicht sollte ich einfach mal in die andere Richtung gehen. Schauen wir mal. Ach, jetzt habe ich die Dings doch wieder mit. Die will ich nicht mitnehmen. Die tue ich mal gerade dann eben hier in die Kiste. Hinfort. So. Und auf geht es. Zurück in den Nether. Mal sehen, was abgeht. Ich bin da sehr gespannt, ob wir da irgendwann mal Blazes finden. Das wäre echt nicht schlecht. So, was geht ab? Was geht ab? Hier, die Richtung gehen wir jetzt mal. Hier geht's direkt. Ja, ist halt auch alles direkt am Berg. Haben wir hier Sulfur. Sulfur. Ja, ich glaube, Sulfur haben wir wirklich genug. Ardal, das würde ich gerne mitnehmen. Habe ich irgendwie die Monster ausgemacht auf der Minimap? Nö. Dann scheinen hier gerade keine zu sein. Wo ist das hingefallen? Ja, ich hab's. Das ist mir alles hier nicht so sehr geheuer, wenn ich es ehrlich sagen soll. Kopper. Jetzt höre ich sie doch schon wieder. Weißt du, die kommen dann wahrscheinlich von hier oben und schmeißen mich in die Lava, ey. Das muss einfach nicht sein. Ich weiß ja nicht. Sollen wir uns vielleicht einfach mal hier... Ich guck gerade hier nochmal rum. Hier ist ein Nether Quartz. Ich weiß nicht, was das da hinten für Schwebedinger sind. Sind das Fledermäuse? Seht ihr das auf der Minimap? Oder... Weiß ich nicht. Das ist wirklich ein bisschen nervig hier. Es scheint aber auch, wenn ich mich jetzt nach hier grabe, nicht wirklich was Neues zu kommen. Das sieht ziemlich massiv aus. Aber ich kann ja mal... Was ist das? Kopper. Ich kann ja trotzdem mal so ein bisschen gucken. Jetzt gehen wir einfach mal hier. Warte mal, ich habe hier gerade ein bisschen dunkel alles. Ich meine, so ein Weg hier ist ja sicherer als da draußen. Und da hat man auch wenigstens so ein bisschen... da kommt ein Guest, ist direkt neben uns irgendwo. Da muss man halt auch höllisch aufpassen auf Lava und Tier. Das kann durchaus mal in die Buchse gehen. Aber hier kommt auch wieder erstmal gar nichts. Das da sieht irgendwie strange aus vor mir. Wenn ich sein soll... Naja, wir sind aber auch relativ weit oben, auf 72. Vielleicht sollten wir uns auch einfach runtergraben. Wenn jetzt hier gleich nichts kommt, dann werden wir das auch tun. Weil, so bringt's ehrlich gesagt, da ist was. Im Westen ist was. Aber ich will gerade nochmal sehen, was das hier ist. Ja, das ist alles Sulfur. Was ist denn das? Das ist doch hier... Sieht komisch aus, wenn ich ehrlich sagen soll. Ich grab mich da mal gerade hin. Also es scheint hier doch alles relativ massiv zu sein. Gut, da sind wir hier drin, sind wir wenigstens vor den Gästen sicher. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Na, ich sehe jetzt hier nichts. Na gut, dann lassen wir das mal. Gehen wir mal in die Richtung. Sonst müssen wir uns wirklich einfach mal runtergraben. Bleibt uns da nicht viel anderes übrig. Hier in dem roten Höllenschlund. Was
Was war das? Achso. Das ist natürlich nicht gut. Das explodiert, glaube ich, hier drin. Da müssen wir aufpassen. Ich weiß auch nicht, wann das explodiert, was das erfüllen muss. So, jetzt sieht es gut aus. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen, das Zeug. Ich will mal wissen, wie viel Damage unser Schwert jetzt macht. Wollen wir gerade was essen. So, da hinten kommt auf jeden Fall was. Was haben wir hier? Rutile Ore. Nether Rutile Ore. Na klar. Gibt's also auch alles da, was das Herz begehrt. Das Herz des Mineraliensammlers. So, das hier mache ich wieder zu. Einmal Licht. Zweimal Licht. Auch nicht schlecht. Boah, diese Gäste, ne? Diese Geräusche. Nicht schön. Hier haben wir wieder Kopper. Das ist nicht schlecht. Also Kopper ist gut. Können wir gerne mitnehmen. Was mich wundert, es gibt alles. Es gibt nur kein Iron, oder? Soweit ich weiß. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Denn Iron braucht man ja natürlich auch immer mal wieder. So, jetzt sind wir gleich da. Mal sehen, was uns da so erwartet. Ah, da sind wir. Ja. Ist jetzt auch nicht so toll. Zumindest mal ist da hinten... Geht's wieder los, ey. Jetzt geht's wieder los, ey. Vor allem schießt der da auf uns, ey. Verpiss dich. Verpiss dich! Ja, ich würde sagen, wir gehen dann da mal rüber, oder? Schauen uns da nochmal um. Wenn der Gast nicht wäre. Jetzt momentan ist er weg. Vielleicht mache ich mir hier ein bisschen safe, irgendwie. Muss ja nicht sein. So. Ah, Gold. Was sind aber auch drei, ne? Drei Gäste hier einfach direkt um die Ecke. Das muss doch nicht sein. Da. Ich weiß auch gar nicht, ob das Zeug hier kaputt geht. Der Netherrack von dem. Aber ich meine schon, ne? Gott, kein Bock, ey. Auf jeden Fall brennt er. Ja, also sowas muss echt nicht sein. Dann mache ich es mir hier lieber gerade mal ein bisschen safe. Ehe die mich jetzt hier noch irgendwie in die Lava boxen. So, was haben wir hier? Haben wir wieder Sulfur. Nether Quartz, Nether Quartz. Ich will ja auch eigentlich nur so ein bekacktes, ja, so ein Schlossdings. Hui, wo war der denn? Ja. Jetzt kommt er gleich nach vorne. So, hier ist jetzt natürlich ein bisschen tragisch alles. Oh Gott, da geht's nämlich schon los. Ey, wie kommt jetzt auf einmal die Lava denn an mich? Kann ich mal bitte... mich löschen? Hallo? Hallo? Geh aus! Really? Oh. Kann sein, dass man irgendwie länger brennt hier auf Netherrack oder so? Nicht schön. Wie mache ich das denn hier aus? So, ist schon mal ein bisschen besser. Muss ja nicht sein. Mann, ey. Boah. Also, wir machen es schon kaputt, wie wir sehen. Ja, mach doch mal hier meine gerade gestaltete Wand kaputt, du Arschloch, ey. Ich will fliegen können, ey. Und die einfach nur abmurksen, die Wichser. Entschuldigung, liebe Kinder. Was sagt man? Sowas sagt man. So, hier ist jetzt offene Fläche. Das hier müsste ich schon doch ein bisschen aufpassen. Warum sind hier solche Blood Leaves?
Warum ist da kein Baumstamm für? Der Timer ist schon wieder abgelaufen, liebe Leute. Na gut. Dann würde ich sagen, kommt da was auf mich zugeflogen? Nicht sicher. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Im Nether. Und dann geht's weiter. Morgen. Diese Woche ist ja noch ganz normal. Aber ab nächster Woche, wie gesagt, nur noch viermal die Woche Breli baut. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.